Herzlich willkommen in Jerusalem. Nee, Spaß, das ist das Set von The Chosen, also quasi das Chosen Jerusalem. Und ich laufe gerade durch eines der Tore. Ich will euch eine Szene zeigen heute, die genau hier in diesem Gelände gespielt hat. Und zwar kommt Jesus, ist gerade mit seinen Jüngern einfach irgendwo im Wald am Wohnen und kommt aus uns unerfindlichen Gründen nach Jerusalem. Und in Jerusalem gibt es diesen Teich. Gerade ist es kein Teich, gerade ist es... liegt Holz drauf, aber hier ist eigentlich ein Teich und um den Teich rum sitzen viele Leute, die der Theorie anhängen, dass sie, wenn sie in den Teich kommen, geheilt werden. Was passiert ist, Jesus nimmt sich drei seiner Jünger, kommt nach Jerusalem für eine Person. Und hier steigen wir in die Szene ein. Und dafür die ganze Aufregung? Eine übergroße Mikwe? Ich habe das Gefühl, dass das noch nicht alles war. Da ist er. Wer? Er. Derjenige, der am längsten hier ist, aber nicht hierher gehört. Der Traurige. Wieso habe ich das Gefühl, dass es nicht nur um ein Treffen geht? Müssen wir auf der Hut sein? Nein. Ihr bleibt einfach bei mir und seht zu. Shalom. Ich? Ja. Shalom. Ich habe eine Frage an dich. An mich? Ich habe nicht viele Antworten. Aber frag nur. Möchtest du geheilt werden? Wer bist du? Das sag ich dir später. Aber was ist mit meiner Frage? Willst du mich etwa zum Wasser tragen? Hör zu. Ich habe einen wirklich schlechten Tag. Du hast schon sehr lange einen schlechten Tag. Nun? Herr, ich habe niemanden, der mir ins Wasser hilft, wenn es sich bewegt. Und sollte ich mal nahe genug sein, dann drängeln die anderen sich einfach vor mich. Deshalb... Sieh mich an. Sieh mich an. Das war nicht die Frage. Ich habe nicht gefragt, wer dir dabei hilft. Oder wer dir nicht hilft. Oder wer sich vordrängt. Ich habe nach dir gefragt. Ich hab's versucht. Schon seit langem, ich weiß. Und ich verstehe, dass du dir keine falschen Hoffnungen machen willst. Aber dieser Teich wird dir nichts bringen. Er bewirkt gar nichts. Und das weißt du. Dennoch bist du hier. Wieso? Ich weiß es nicht. Du brauchst diesen Teich nicht. Du brauchst nur mich. Also, möchtest du geheilt werden? Dann mal los. Steh auf, nimm deine Matte und geh.
Zeit für dich zu gehen, wie er sagte. Vergiss die Matte nicht. Wieso ist das wichtig? Weil du nicht hierher zurückkommen wirst. Dieses Leben ist vorbei. Erst wird alles anders. Du! Es ist Schabbat! Was tust du da? Verbietet die Tora das Tragen einer Matte? Die nicht, die mündlichen Überlieferungen. Ja! Gegenstände von einem Ort zum anderen zu tragen, verletzt den Schabbat. Der Mann, der mich geheilt hat. Ist dir nicht klar, was hier gerade passiert ist? Wieso geht es dir nur um den Schabbat? Er sagte zu mir, nimm deine Matte und geh. Wer? Wer hat das zu dir gesagt? Gehen wir. Na, er. Ich weiß nicht, er nannte seinen Namen nicht. Nein, natürlich nicht. Er führt einen Zaubertrick vor und fordert dich auf zu sündigen. Ein falscher Prophet. Ich werde das melden. Das kannst du sehr gerne melden. Ich stehe auf meinen Beinen. Entschuldigung, ich muss meinen Bruder suchen. Das ist sie, die zweite Staffel von The Chosen, die du gerade gesehen hast. Und das Schöne ist, nach dieser Szene hört die Serie nicht auf. Das Leben von Jesus und seinen Jüngern geht noch weiter. Insgesamt wird es 7 Staffeln geben. Von daher, wenn du mehr von dieser Serie sehen willst, du kannst sie kostenlos auf der App schauen. Es gibt sie bei Netflix, bei Amazon Prime, im Free TV, eigentlich überall, wo es Serien gibt. Und wenn du die Serie unterstützen willst, würden wir uns total freuen. Wir haben extra gerade etwas eingerichtet. Wie du gerade gesehen hast, ist diese Serie auf Deutsch verfügbar. Sie wird in Englisch gedreht. Wir übersetzen sie. Und dieser Prozess kostet Geld. Und wir können das erste Mal Danke sagen, dass wir diese Serie seit Jahren umsonst schauen können. Indem wir ein großes Crowdfunding eingerichtet haben, um diese Übersetzung zu finanzieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn du Lust hättest, einmal Danke zu sagen und bei diesem Crowdfunding mitzumachen. Ansonsten ist die Regel, erzähl von der Serie. Wovon dein Herz voll ist, davon geht der Mund über. Erzähl von dieser Serie, wenn sie dich begeistert. Es gibt so viele Möglichkeiten. Du kannst, viele Menschen tragen gerne die Serie auf dem Körper. Wir haben verschiedene Angebote für Merch. Ich tue euch die Links hier unten rein. Du kannst DVDs kaufen im SCM-Shop. DVDs sind ein super Geschenk für Leute, die noch DVD-Player haben. Ja. Wir haben allerdings auch ein bisschen moderner noch die kleinen Kärtchen, wo ein QR-Code drauf ist, wo man einfach seinen Freunden, seinen Nachbarn auf der Straße, seinen Eltern, seinen Kindern einen kleinen QR-Code geben kann, einfach an seine Freunde richten kann und kann direkt zur Serie schalten. Das ist super easy. Also du siehst, es gibt viele Möglichkeiten, die Serie zu unterstützen. Jetzt genug von Lukas. Weiter geht's mit der nächsten Szene oder gleich mit der ganzen Staffel. Viel Spaß.